Verdammte Scheiße, hör endlich auf damit, anderen Menschen hinterherzulaufen. Warum machst du das eigentlich überhaupt? Läufst du anderen Menschen hinterher? Warum machst du das? Wieso tust du das? Ich verstehe das nicht. Hast du dich schon mal gefragt, warum du das immer und immer wieder tust, dass du ihn anrufst und fragst, hast du Zeit für mich? Und er sagt, nein, ich habe keine Zeit, ich habe keinen Bock, und du fängst wieder an und rufst ihn wieder an und ja, und ich hätte aber Bock, heute was mit dir zu unternehmen. Und der lehnt dich wieder ab? Was tust du eigentlich in diesem Moment damit? Gehörst du auch zu dieser Sorte Mensch? Oder hast du mal zu dieser Sorte Mensch gehört? Ich bin auch so einer, der zu dieser Sorte Mensch mal dazugehört hat. Ich habe das früher immer gemacht, als ich noch jugendlich war. Ich kann dir mal von meiner eigenen Erfahrung sprechen. Ich hatte mal eine Zeit lang nicht wirklich viele Freunde und habe mir dann oft dafür immer die Schuld gegeben. Ich habe mir verdammt nochmal oft immer dafür die Schuld gegeben. Ich habe mir die Schuld gegeben, dass die anderen keine Zeit haben. Ich habe dann irgendwann angefangen, habe mich im Spiegel angeschaut und habe zu mir gesagt, liegt es an mir? Die lehnen mich ab, die wollen nichts mit mir zu tun haben. Und dann habe ich mir irgendwelche Leute angesehen, die irgendwie viel Reichtum hatten oder viel das oder jenes oder Muskeln oder was weiß ich was und habe auf die aufgesehen, so möchte ich auch sein. Hör auf damit. Hör endlich auf damit, anderen Menschen hinterherzulaufen. Warum machst du sowas? Wieso tust du das? Ich kann dir sagen, warum du das tust. Du tust das, weil du dich wahrscheinlich einsam fühlst. Du fühlst dich einsam und möchtest dazugehören und möchtest einfach nur das Gefühl haben, dass du zu der Gruppe da dazugehörst, aber du merkst, die haben keine Zeit für dich. Was tust du eigentlich, wenn du jedes Mal die fragst, hast du Zeit für mich, und die lehnen dich ab? Was passiert da in dir? Jedes Mal, wenn du das tust, verdammt nochmal, schwächst du dein Selbstwertgefühl. Du schwächst dein Selbstwertgefühl jedes Mal damit. Jedes Mal, hast du Zeit? Nein, ich habe keine Zeit. Würdest du gern das für mich tun? Nein. Unterlass das dann. Du siehst, er sagt nein. Also nein. Dann hast du eben keine Zeit. Lieber bin ich einsam und alleine, statt mich aufzuzwängen und sonst irgendwas, und dann überrede ich ihn und dann hat er vielleicht doch Zeit und dann bin ich mit ihm zusammen und dann denke ich mir, ja, ich bin nicht mehr einsam. Aber was erreichst du denn damit? Du bist mit einem Menschen in dem Moment zusammen, der gar nicht mit dir zusammen sein will. Er will gar nicht mit dir zusammen sein. Er möchte das gar nicht. Und dein Selbstwertgefühl sinkt und sinkt und sinkt weiterhin. Du wirst die ganze Zeit dann auch noch, wenn du dann mit ihm zusammen bist, weil du Angst hast, dass er dann wieder geht und beim nächsten Mal wieder keine Zeit hat, die ganze Zeit seinen Anforderungen gerecht und verstellst dich und tust dann so, entweder bei ihm oder bei ihr, als wärst du irgendjemand anders, bloß dass er nicht wieder verschwindet. Na, das machst du dann auch die ganze Zeit. Und das tut dann einen noch mehr weniger gut. Das fühlt sich doch scheiße an. Das fühlt sich fürchterlich an. Da entsteht auch innerlicher Stress, innerlicher Druck und Gedankenkarussell. Ja, mag mich der und war das jetzt gut? Und dann verstellst du dich, was du eigentlich gar nicht bist. Du wirst dann seinen Anforderungen gerecht. Seinen Anforderungen wirst du gerecht. Wie hört sich das eigentlich an, dass du seinen Anforderungen damit gerecht wirst? Scheiße, oder nicht? Richtig scheiße. Weißt du, wessen Anforderungen gerecht werden musst? Wen? Deinen. Ja, deinen, du hast richtig gehört. Du musst deinen Anforderungen gerecht werden. Du musst dir selber sagen, was will ich, was kann ich tun, und musst mir meinen Anforderungen gerecht werden und nicht das den von dem anderen. Scheiß auf den. Scheiß auf den oder scheiß auf sie, wenn er oder sie mit dir nichts zu tun haben will. Irgendwann mal kommt eine Person, die sich bei dir meldet, und das fällt sich dann wirklich echt gut an, die sich bei dir wirklich meldet und mit dem du dann weggehen kannst. Das Leben ist ein Geben und ein Nehmen. Ein Geben und ein Nehmen. Aber verdammt nochmal, tu mir den Gefallen und hör auf, anderen hinterher zu rennen. Wenn einer keine Zeit hat oder du das Gefühl hast, der will nicht, lass ihn gehen. Du bist so viel mehr wert, so viel mehr wert, dass du anderen hinterherrennst, hast du nicht nötig. Du bist so viel mehr wert. Du musst dir deinen Wert selber geben. Du darfst nicht den Wert von den anderen holen. Von dem anderen holen und hoffen auf Bestätigung, dass er oder sie dir sagt, du bist gut. Hör auf damit, na verdammt nochmal. Lass das. Lass diese Scheiße gehen.
Ich habe früher sowas auch gemacht, als ich noch jugendlich war. Ich bin auch Menschen hinterhergerannt, weil ich gedacht habe, wenn ich zu denen oder zu denen dazugehöre, dann bin ich irgendwie besser. Also natürlich so im Unterbewusstsein, dann fühle ich mich irgendwie besser oder bin irgendwie mehr wert oder eine bessere Person oder sonst irgendwie was. Das ist doch Bullshit ohne Ende. Völliger Bullshit. Hör auf damit. Lass das. Ich kann dir das nur ans Herz legen. Versuch dir das jedes Mal bewusst zu machen, wenn du dich wieder in solchen Verhaltensmustern und Denkmustern wiederfindest. Dann lass das. Mach das nicht. Tu das nicht mehr. Du wirst langfristig gesehen, dein Selbstwertgefühl und deine Psyche mehr Schaden zufügen als Gutes, wenn du es irgendwie erzwingst oder sonst irgendwie schaffst, dass du mit der oder mit dieser Person zusammen bist, obwohl du das irgendwie erzwingst und dann dich auch noch so irgendwie verstellst, wie er es gerne hätte. Lass das, unterlass das. Lieber bist du einsam, aber Einsamkeit vergeht. Unterlass das. Es gibt auch andere Menschen. Geh irgendwo hin, tu was, melde dich in einen Verein an oder Gottes Willen, geh ins Fitnessstudio, da gibt's Menschen, quatsch Leute an. Darüber können wir auch mal ein Video machen, wie du selbstbewusst und extrovertiert werden kannst oder zumindest besser werden kannst und Leute ansprechen kannst und dann wirklich richtig gute, solide Freundschaften aufbauen kannst. Aber unterlass das komplett in Zukunft. Renne nie wieder einen hinterher, wenn du merkst, der hat kein Interesse für dich. Wenn du dich ein paar Mal über ihn gemeldet hast und da kommt nichts zurück. Und jetzt hör mir mal bitte ganz genau zu. Kein Mensch auf dieser Welt, keiner, niemand, wirklich niemand, nicht mal Angela Merkel, hat nicht mal eine Minute irgendwie mal Zeit, dir auch zu schreiben und zu fragen, wie es dir geht. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge, das gibt es nicht. Das im 21. Jahrhundert, vergiss es, im 21. Jahrhundert kann jeder dein Handy nehmen, WhatsApp kurz schreiben und dich fragen, wie es dir geht. Ich habe selber Menschen in meiner eigenen Verwandtschaft, das sage ich dir ganz ehrlich, die melden sich einfach nicht bei mir. Es gibt nicht mal Streit. Die melden sich nicht. Die machen das nicht. Und wenn du in deiner Verwandtschaft oder in deinem Freundeskreis, was keiner ist übrigens, auch solche Menschen kennst, die sich bei dir nicht melden und sagen, hey, ich habe immer viel Stress, wenn du anrufst und ich bin auf Arbeit, ich habe Termindruck. Dann ist es eins immer, und da gebe ich dir Brief und Siegel, ohne dass ich die Person kenne. Glaube mir, er will nicht. Er will nicht. Was der Grund ist, weiß ich nicht, aber er will nicht. Er will sich mit dir nicht treffen. Er will es nicht. Glaube mir, es ist so. Jeder Mensch hat Zeit. Jeder Mensch hat mal 2 Minuten Zeit, dir eine scheiß WhatsApp zu schreiben. Im 21. Jahrhundert, guck mal hier, ich bin hier am Handy, ich kann ihn anrufen per Videotelefonie. Ich habe immer 2 Minuten, und wenn es auf dem Scheißhaus ist, in der Arbeit, habe ich mal 2 Minuten Zeit, um zu fragen, Juan, wie geht's dir? Und wenn das eine ein ganzes Jahr lang nicht schafft und der vielleicht auch noch zu deiner Verwandtschaft gehört, dann gebe ich dir mal einen guten Tipp. Lad den auch nicht zu deinem Geburtstag ein, lad den nicht zu Weihnachten ein oder sonst irgendwie was. Denn das ist es nicht wert, dass du dich dann an Weihnachten oder an deinen Geburtstag da hinsetzt und das über dich ergehen lassen musst und diese Heuchlerei, weil er dann vielleicht doch gekommen ist zu deinem Geburtstag, weil du ja Geburtstag hast und dann muss man das schauspielern und sich dann mit dir hinsetzt und dann, hey, alles Gute zum Geburtstag und so. Und das ganze Jahr hörst du nichts von ihm. Was ist das? Das ist Heuchlerei. Und wenn es eins gibt auf dieser Welt, was ich verdammt nochmal hasse, dann ist es Heuchlerei. Und ich glaube, du magst das auch nicht. Und heucheln ist einfach eklig. Also unterlass das. Du brauchst den dann auch nicht zu deinem Geburtstag dann anbellen, dass er kommt. Oder zu Weihnachten. So mach's ich. So mach's ich. Und mir geht's besser damit. Mir geht's gut damit. Der hat kein Interesse an dir. Egal welcher Verwandtheitsgrad der auch ist. Egal welchen Freundschaftskreis oder sonst wo der mal hingehört. Der meldet sich nicht bei dir. Musst du nicht streiten. Lass ihn gehen. Aber tu dir eins verdammt nochmal bewusst machen. Du bist 1000-mal mehr wert als er, nämlich für dich selber. Und du musst dir deinen Wert aus dir selber rausholen und dir selber sagen, wie viel Wert gebe ich mir jeden Tag und muss ich mir das geben, dass ich anderen Menschen hinterherrenne und die Frage, wie es dir geht und einladen und sonst irgendwas. Unterlass das bitte. Ich habe es jetzt, glaube ich, mehrere Male gesagt. Ich hoffe wirklich von ganzem Herzen, die Message ist da wirklich jetzt gut rübergekommen. Du verstehst, was ich damit meine. Ich hoffe es wirklich. Und mach diesen Fehler nicht, was ich früher gemacht habe. Mach das nicht. Unterlass es. Ich kann es noch 1000-mal sagen.
Wenn dir jetzt mein Video gefallen hat, würde ich mich sehr darüber freuen, wenn du mir einen Daumen da lässt. Ansonsten wünsche ich dir von ganzem Herzen noch einen wunderschönen Tag. Mach das Beste draus und jeden Tag ist ein neuer Tag, um dein Selbstwertgefühl aktiv aufzubauen. Dein Juan, mach's gut.